Mal, hello all together. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte ich angekündigt, dass der Campingplatz ein neues Lagerfeuer bekommen soll. Von Schönwitz Modellbau. Das ist inzwischen installiert. If I remember right, then I advised last time that I want to install a new fire on the camping site. This happened right now. It's from Schönwitz Modellbau. And I go a bit closer to the fire. So, you can see it operate. And here is the electronic part of the fire. Sometimes I think it's more flashing than the fire. So, das hier ist die Elektroniksteuerung zum Feuer. Manchmal glaube ich, dass die mehr flackert wie das Feuer selber. Aber Hauptsache, das sieht oben gut aus. Ich habe das Ganze hier in ein altes Plastikkästchen eingebaut von Fleischmann Piccolo. Ja. Man kann natürlich auch ein Kästchen nehmen, durch das man nicht durchgucken kann, aber ich fand das jetzt einfach mal ganz geckig. So, this is a box from Fleischmann Piccolo I used to install the electronic part of my campsite fire. And I think it's a good solution for me. But today I want to present you one of my oldest diesel engines. I like it very much, but I don't operate it very often. So we will come closer. This is a Danish lock, so-called no-hub. And I'll just find out whether it will start or not. Also heute will ich euch eigentlich mal meine älteste Diesellok vorstellen. Eine No-Hub der dänischen Staatsbahn, die viel zu selten eigentlich zum Einsatz kommt. So, jetzt muss ich nur hier auf der ECOS erstmal die Adresse finden. I have to find the address on the ECOS. So, lights on. And listen to the engine. Der Sound ist doch einfach klasse. That's a great sound, isn't it? Da erkennt man deutlich den alten Decoder.
Ihr fährt einfach weiter, ob mit oder ohne Sound. This shows us the old decoder. The loco goes on running, if there is sound or not. Just see what's happened. Okay. So, und jetzt fährt sie wieder zurück auf ins Ausstellungsgelände. Now the loco is running back to the exhibition area, to the Roundhouse Europe. Das ist Digitaltechnik der ersten Stunde. Da ist kein Kondensator verbaut, kein gar nichts, keine Soundverzögerung. Aber hat damals genauso Spaß gemacht wie heute. That's digital technique of the first hour. No condensator or
Power Saving Systems, everything very simple, but it was a pleasure to play with these locos, and it's still a pleasure to have it on my layout and here in the exposition Roundhouse Europe. It's a fine loco. I like it very much. Okay, back to the track.